Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. Ja, heute ist der 24. Dezember 2012, das heißt im Umkehrschluss, es ist Weihnachten. Ich habe euch vor einem Jahr an Weihnachten, habe ich euch ein Video gemacht über ein Gerät, über den Golden Greek Odysseus, und auch dieses Jahr ist mir wieder ein Gerät ins Haus geflattert, das ich euch unbedingt noch zeigen muss. Und zwar geht es um, ihr werdet staunen, es geht um die Garlin V4. So sieht dieses Gerät aus. Guckt euch das an. Hergestellt wird das Gerät von Smogtec. Die haben gestern Abend die V1 auf den Markt gebracht, in der Nacht dann die V2, heute Morgen die V3 und jetzt ist sie also so, wie ihr sie hier seht, die V4 im Handel. Das ist die graue Version. Es gibt sie auch noch in Chrom und in Schwarz. Smogtec hat versprochen, dass auch noch andere Farben kommen werden. Ich finde es ein sehr schönes Gerät. Es hat einerseits sehr klare Linien, andererseits sind diese geschwungenen Abgänge hier bei den Handlebars. Das finde ich macht es sehr elegant. Smogtec hat sich an die neue Bauweise gehalten. Wir wissen ja, die Frau Ministerin Steffens möchte Geräte dieser Bauart ins Wald-, Wiesen- und Pflanzenartenschutzgesetz übernehmen. Das käme einem faktischen Verbot von diesen Geräten gleich. Deshalb haben sich eigentlich alle Hersteller schon überlegt und haben ihre Bauweise angepasst. Ich meine, so, das sieht man jetzt wirklich vom Schiff aus, dass dieses Gerät niemals ins Wald-, Wiesen- und Pflanzenartenschutzgesetz einbezogen werden kann. Also, no way, weder faktisch noch rechtlich unmöglich. Jetzt müsste das nur noch die Frau Steffens auch verstehen und dann wäre alles wieder so geschmeidig wie zuvor. Aber das nur am Rand. Wir wollen uns ja dieses Gerät genauer anschauen. Gut, gucken wir mal. Wir haben, wie gesagt, diese zwei geschwungenen Handlebars. Die sind sehr praktisch. Wir haben hier vorne die Lochplatte. Auf die gehe ich noch im Detail ein. Wir haben hier ein Scharnier. Und das ist ein sehr gut gängiges Scharnier. Ihr seht das, da quietscht auch nichts und es hat einen sehr schönen Anschlag. Das ist ja wichtig. Und ihr seht auch diese Stifte hier oder dieser Stift hier am Scharnier, der ist sehr sauber gemacht. Also da kann man sich nicht verletzen oder irgendwie sowas. Wir haben dann hier die Press Chamber und natürlich das Gegenstück, Entschuldigung, wenn ich sagen könnte, diese Pressplate, die das Ganze dann abrunden. Und wir haben hier oben die Consolidation Cap. Und da seht ihr jetzt schon, ja, die ist aus Plastik. Das ist für mich, gibt das einen kleinen Abstrich an Smogtec. Ich meine, Plastik, wir wissen, wir haben nicht gerne Plastik an unseren Geräten. Also da hätte ich mir eine etwas schönere Lösung gewünscht, vielleicht irgendwas mit aus Keramik zum Beispiel. Das wäre sicherlich schöner gewesen. Aber naja, grundsätzlich muss sich wahrscheinlich Smogtec ein bisschen Gedanken machen über die Materialwahl, die sie hier treffen. Ich meine, dieses Gerät ist aus Druckguss Aluminium hergestellt. Tja, Aluminium, wir alle wissen, Aluminium ist einfach sehr, sehr böse. Also da hätte man sich doch mindestens Edelstahl gewünscht oder noch lieber ein weltraumfähiges Titanium. Schauen wir mal, Smogtec hat schon angetönt, dass in der Version 9 wahrscheinlich Edelstahl kommen wird und spätestens ab der Version 13 dann auch eben eine weltraumfähige Titaniumlegierung möglich sein soll. Warten wir es ab, gucken wir, wie das weitergeht. So, jetzt gab es da einen Schnitt. Ich entschuldige mich dafür. Da ist meine Kamera ist so langsam in den letzten Zügen und wollte da nicht mehr weitermachen. Wie gesagt, wir haben hier Aluminium, aber wir würden uns etwas anderes wünschen von Smogtec. Ich meine, wenn man sonst den Markt betrachtet, es gibt es ja. Ich meine, hier, wenn wir das Spatulum 50 angucken, da haben wir eben diesen Edelstahlgriff. Oder noch viel schöner hier, der Cheesecracker von El Reiber. Ich meine, das ist Aluminium in seiner Reinstform. Die können sie ja auch.
Es gibt andere Möglichkeiten. Hier der Tincan V7, der ist auch aus Edelstahl. Natürlich haben wir hier wieder die Plastikteile, was wir schon besprochen haben. Oder man kann auch mal einen anderen Weg gehen, wie sie das beim Kelly 400 gemacht haben. Die haben ihn nämlich aus Holz hergestellt. Und das ist ja auch sehr schön. Das ist übrigens ein Walnussholz, wirklich sehr schön gemacht. Der ist auch, der wird auch nicht irgendwie unschön anzusehen. Der ist jetzt bestimmt schon ein Jahr alt und sieht immer noch aus wie neu. Also auch das ist eine Möglichkeit. Man muss den übrigens ab und zu mal ein bisschen anschleifen und neu ölen, aber dann macht er sich wieder super in der Vitrine. Also Smogtec, da müsst ihr euch unbedingt noch etwas überlegen. Gut, wir schauen uns weiter hier das Gerät an. Wir haben hier hinten die Reverse Chamber von der Press Chamber und die ist sehr groß, das haben sie wirklich gut gemacht, die ist wirklich groß, da kann man zum Beispiel Kleingeld passt da wirklich ausgezeichnet rein, so seht ihr, und der Deckel passt wieder drauf. Es klappert zwar ein bisschen, aber ich meine, es ist ja wirklich ganz praktisch, wenn man immer ein bisschen Kleingeld dabei hat. Also das haben die richtig gut gemacht, bravo hier an dieser Stelle an Smogtec. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück dieses Geräts und das ist die Lochplatte. So sieht die aus. Ja, einige von euch werden schon sagen, oha, ganz genau, oha. Ihr seht hier, das sind 1,2 mm Bohrungen. Jetzt werden viele von euch aufschreien und sagen, ha, was soll das? Wir wollen unsere Oldschool 1,4 mm Bohrung, wie es sich auch für so eine Lochplatte gehört. Da habt ihr grundsätzlich natürlich recht. Früher waren es alles 1,4er Lochplatten. Aber der Trend ist in letzter Zeit deutlich zu kleineren Löchern gegangen. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von solchen Geräten, die mit 1,2 oder sogar 1,1er Löchern arbeiten. Und ich habe es getestet. Es ist wirklich, das Resultat ist verblüffend. Also ich kann auch mit 1,4 mm, aber auch 1,2 wirklich sehr tolle Resultate. Also ich bin absolut zufrieden. Was ich gemacht habe, ich habe einzelne Reihen, habe ich auf 1,3 mm aufgebohrt. Das ist eigentlich, finde ich, fast die beste Lösung, weil dann hat man so ein bisschen beides. Also das passt an den Oldschool-Vertretern wie auch den Neoisten, also die jetzt da das Ganze modernisieren möchten mit eben diesen 1,2 mm. Was man aber so oder so sagen kann, abgesehen von der Größenproblematik, die Löcher sind sehr exakt gebohrt. Ihr seht auch, also da haben die wirklich saubere Arbeit geleistet, das passt alles, das ist sehr, sehr stimmig. Wirklich schön gemacht, da steht auch kein Grat über oder so, also das haben die sauber hingekriegt. Ist sehr wichtig bei einer solchen Lochplatte. Ihr wisst es. Es ist das Herzstück eines solchen Gerätes. Und kann man sagen, Daumen hoch. Für einen chinesischen Hersteller, muss ich sagen, hat er sehr gut gemacht. So, jetzt gucken wir noch, ob die Consolidation Cap hier drauf passt. Die längeren müssen nach unten. So, und jetzt sollte das eigentlich passen. Ja. Tut es. Und ihr seht, das ist auch hier, die Consolidation Cap passt hier exakt drauf. Also das ist wirklich auch Maßarbeit von der wirklich tollen Sorte. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid über dieses Gerät, über die Garlin V4. Oh, ganz wichtig noch, man kann ja dieses Gerät auch updaten mit USB. Ihr habt da in der Consolidation Cap drin, habt ihr den USB-Anschluss und könnt das jetzt so auf dem Rechner updaten. Das Problem im Moment ist, weil Smogtec ja das Display vergessen hat, dass diese Updates noch nicht viel nützen. Aber Smogtec hat versprochen, dass spätestens ab der Version V13 werden diese Displays dann auch integriert sein. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn man mal ein Display vergisst. Kann auch passieren, meine Güte, wir sind ja alles nur Menschen. Also nicht so ein Problem. Ich mache die Updates, die da circa alle 2 Tage kommen, dennoch immer. Und so, dass wenn dann die Version 13 mit dem Display kommt, dass ich dann wirklich auf dem neuesten Stand bin. So, und das war es auch schon von der Garlin V4. Ich wünsche euch noch nicht, ich möchte euch noch zeigen, kurz,
worum es im nächsten Video geht. Das wird auch ganz, ganz spannend. Ein Gerät, das wir lange erwartet haben. Und ich habe es heute Morgen erst in der Post gehabt. Es ist riesig. Guckt euch das an. Ein Riesenbrummer von einem Gerät. Das ist die Grillbill 400 von mykitchenaid.com. Und dieses Gerät schauen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video an. Ihr dürft gespannt sein. So, Weihnachten. Ich wünsche euch wunderbare Weihnachten. Ich wünsche euch ganz frohe Festtage. Ich wünsche euch einen super tollen Rutsch ins neue Jahr. Bitte unfallfrei, wenn es irgendwie geht. Und ich sage euch das Gleiche wie letztes Mal. Esst zu viel, trinkt zu viel, dampft zu viel. Lasst es euch so richtig gut gehen. Einmal im Jahr darf man das auf jeden Fall machen. Und bitte streitet euch nicht zu Hause. Genießt es so, wie es ist. Ihr habt eine freie Zeit. Ihr könnt es genießen und sollt es schön haben zu Hause. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Ja, ja, ja. Gehst du noch in der Warte? Super, ja. Kannst du noch Milch mitbringen? Ja, Liter Milch, UHT, wenn es geht. Das ist ein Kellerchen, Entschuldigung. Ja, ist ja gleich. Jo, jo. Also, bis nachher. Tschüss. Ihr seht, das ist mit diesem Scharnier war da irgendwas. Also, und gleich nochmal. Oder auch zum Beispiel die Cheese Cracker von El Raiba. Ja, ja. Gut, nochmal. Hier, diese Consolidation Cap, die kann man natürlich wegnehmen. Ui. Okay. Ja, jetzt habe ich Schaden angerichtet. Scheiße. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen hier im neuen Kanal. Wir saufen uns Küchengeräte schön. Prost. Nochmal, nochmal, nochmal. Cut. See you. Bye. Prost.